Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Illusion of Time Remuspektive. In der letzten Folge befanden wir uns in einem mysteriösen Wassertempel, sahen die geisterhaften Erscheinungen unserer Freunde und betraten den mysteriösen Kontinent Mu. Bevor wir allerdings richtig mit dieser Folge durchstarten, möchte ich noch ein paar Worte zu diesem mysteriösen Kontinent Mu verlieren. Wie schon erwähnt, handelt es sich hierbei um einen Kontinent, den es angeblich wirklich gegeben hat. Sein Aufenthaltsort lag im Pazifischen Ozean zwischen Asien, Amerika und Australien. Genauso wie die Stadt Atlantis versank dieser Kontinent mitten im Meer. Angeblich seien die letzten Überbleibsel Inseln wie beispielsweise Hawaii oder auch die Osterinsel. Wir starten unsere Erkundungstour und können sofort verschiedene Ebenen, welche mit Wasser geflutet wurden, entdecken. Dies lässt auch auf das Gimmick des Levels schließen, sodass wir den Wasserstand verändern müssen, um beispielsweise an diese Truhe heranzukommen. Es dauert auch nicht lange, bis wir den ersten Gegnern vor die Füße laufen. Die Kämpfe mit den Einheimischen sind wirklich nicht schwer, fallen aber in die Kategorie nervig. Mit Ausnahme dieser Wasser-Gelee-Drops, welche wir ja schon aus der letzten Folge kennen. Weitere Verteidiger des Landes sind diese schrägen Typen mit Kapuze, auf welche ich später zu sprechen komme, und diese zum Leben erwachenden Zyklop-Steinhaufen. Ich könnte jetzt wieder auf dem Kampfsystem herumhacken, aber schaut selbst. Es kratzt einfach an meiner Schmerzgrenze, wenn jeder der gefühlt hundertfach vertretenen Steinhaufen 50 Schläge braucht, um ins Gras zu beißen. Dabei sind sie nicht ständig verwundbar, sondern man muss den richtigen Moment abwarten. Wie gesagt, das ist nicht fordernd, das ist einfach nur nervig. Zumindest zu Beginn des Levels. Zunächst laufen wir etwas orientierungslos durch das Land und wissen eigentlich nicht so recht, was wir überhaupt tun sollen. Irgendwann finden wir einen leeren Altarraum, welcher als Tempel der Hoffnung beschrieben wird. Des Weiteren können wir eine Kiste finden, welche keinen Inhalt für uns bereithält. Also hier scheint es wirklich nur Monster und Wasser zu geben. Als wir eine Sackgasse erreichen, stellt sich Will ohne jeglichen Grund in die Mitte zweier Statuen, bis eine Fanfare und eine Textbox uns darauf hinweist, dass wir die Statue der Hoffnung gefunden haben. Da es scheinbar hier nichts mehr zu holen gibt, treten wir den Rückweg an. Bei der Stelle mit der leeren Kiste meldet sich plötzlich Lilly zu Wort. Will, mir geht da etwas durch den Kopf. Für mich hat es den Anschein, als ob sich die Schatztruhe dort befindet, wo sich die gedachten Blicke der beiden Statuen treffen würden. Vielleicht hat es aber auch nichts zu bedeuten. Ein kleines bisschen zu spät, liebe Lilly. Nein, aber um mal die Sache aufzulösen, Will ist natürlich nicht von selbst in die Mitte gelaufen und hat die Statue gefunden, sondern ich wusste, dass sich da etwas verbirgt. Dennoch frage ich mich, ob das jetzt nur ein einmaliger Fehler war, welcher nur in meinem Run passierte, oder ob das ein bekanntes Problem ist, denn wenn ja, dann haben es Spieler ohne Lösung verdammt schwer. Denn woher soll der Spieler wissen, dass man sich an diese Stelle stellt und den Aktionsbutton drückt? Mit der Statue der Hoffnung begeben wir uns natürlich in den leeren Altarraum und platzieren diese dort auf dem Altar. Was zur Folge hat, dass sich plötzlich der Raum verdunkelt und sich vier von diesen schrägen Typen mit Kapuzen hinter uns versammeln. Außerdem können wir ein leises Flüstern vernehmen, welches sagt: Der Sonnengott. Die junge Rama. Das Wasser soll deine Kräften weichen. Nach dieser kleinen Einlage begeben wir uns wieder ans Tageslicht und siehe da, das Wasser ist tatsächlich etwas zurückgegangen. Dadurch offenbaren sich uns neue Wege und auch neue Gegner. Und so passiert es, dass diese schrägen Typen mit Kapuze häufiger auftauchen, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Diese besagten Kapuzenmänner spawnen ohne jede Vorwarnung und versuchen dich mit einem magischen Projektil zu treffen. So kann es passieren, dass diese Gegner auf einer anderen Ebene spawnen, auf der du dich gerade nicht befindest, und somit kann dieser Kampf in die Länge gezogen werden. Jetzt könnte man sagen, wir lassen sie links liegen und laufen einfach weiter. Aber wir erinnern uns, dass wir, wenn wir unsere Statuswerte verbessern möchten, alle Gegner eines Screens auslöschen müssen.
Und daher ein kleiner Tipp meinerseits. Stell dich auf der Ebene, auf der du dich befindest, irgendwo hin, wo diese Ebene den ganzen Screen ausfüllt. Und jetzt warte einfach, bis er spawnt und erledige ihn schnell. Das sollte dann in kürzester Zeit funktionieren. Außerdem finden wir bald ein Portal, in welchem wir uns in den Schattenkrieger Freedon verwandeln können und somit die Kämpfe noch etwas schneller von der Hand gehen. Nachdem wir mit Freedon etwas aufgeräumt haben, setzen wir unsere Erkundungsreise fort und stoßen somit bald auf ein Portal, in welchem Will seine nächste Fähigkeit bekommt, den Psycho Slider. Und ich greife schon mal vor, diese Fähigkeit ist meiner Meinung nach die beste, welche man in ganz Illusion of Time erlernen kann. Denn wir können diese Fähigkeit nicht nur einsetzen, damit wir durch schmale Öffnungen rutschen können und sich somit neue Areale des Levels für uns eröffnen. Nein, wir können diesen Slide auch als Waffe einsetzen und der macht ganz schön Bums. Aber schaut selbst. Irgendwann erreichen wir den Punkt, an dem wir durch das Töten von Monstern zwei Statuen befreien, welche ihre Blicke kreuzen. Natürlich wissen wir, was zu tun ist, und somit bergen wir die nächste Statue der Hoffnung, welche wir schleunigst zum nächsten Altarraum bringen und somit das komplette Wasser in diesem Level beseitigen. Nun stehen uns alle Wege offen und es offenbaren sich weitere Gegner. Also nutzen wir die Gelegenheit und beseitigen jedes Monster in jedem Screen, damit wir die besagten Bonis bekommen. Dabei fallen uns zwei Statuen des Gottes, die junge Rama, in die Hände, welche wir in diesem Altarraum platzieren müssen. Doch bevor wir dies tun, suchen wir nochmal ein Portal auf und verwandeln uns in den Dunkelkrieger Freedom. Ist dies geschehen, können wir beide Statuen platzieren und werden so in einen weiteren Raum teleportiert. Hier finden wir lauter Skulpturen und am Ende eine, welche sich von den anderen optisch etwas abhebt. Nähern wir uns dieser Skulptur, so offenbart sich uns der Geist von die junge Rama. Rama. Wer zur Hölle ist dieser Rama? Ich glaube, hier schuf Quintet eine Fusion aus zwei Gottheiten, nämlich aus der ägyptischen Mythologie, dem Sonnengott Ra, da sich unser Banana-Rama ja auch als Sonnengott sieht, und der Figur Rama, welche ja im Hinduismus die Inkarnation Gottes auf Erden ist. Was auch irgendwie passen würde, da unser Banana-Rama erklärt, dass seine sterbliche Hülle verfaulte, doch sein Geist lebt. Nach diesem kurzen Dialog offenbaren sich die anderen Seelen der Bewohner von Mu, welche uns erzählen, was hier vor Jahren passierte. So können wir in Erfahrung bringen, dass ein Komet erschien, von welchem wir schon ein paar Mal hörten, und dessen Strahlung die Körper der Einwohner veränderte. Manche wurden zu Stein, andere schmolzen, platzten oder verfaulten. Familie und Freunde wurden vor unseren Augen zu Monstern. Es war ein schwerer Schlag für uns. Das wäre dann auch die Erklärung, warum es in Illusion of Time so von Monstern wimmelt. Zum Schluss erfahren wir, dass die Bewohner von Mu gezwungen waren, einen unterirdischen Tunnel zu graben, damit sie die Insel verlassen konnten. Nach den ganzen traurigen Dialogen sprechen wir ein letztes Mal mit Rama, welcher uns den besagten Tunnel öffnet. Außerdem schenkt er uns die dritte Statue. Einfach so, ohne Gegenleistung, ohne Endboss. Coole Sache. Na dann, ab in den Tunnel. Wenige Schritte später entdecken wir unseren Freund Eric mit einer Bombe auf dem Rücken geschnallt in der Gefangenschaft zweier Vampire. Ich verweise auf die 9. Folge, denn vor circa einer Spielstunde befand sich Eric halbtot im Palast der Vampire. Wie er jetzt lebendig so schnell hierher kam, wird leider nicht erklärt. Und die Tatsache, dass nach versunkenen Kontinenten Statuen und Sonnengötter plötzlich Vampire auftauchen, reißt mich zugegeben aus der Spielwelt heraus. Das Treffen mit den Vampiren ist der Grund, warum ich eingangs erwähnte, sich erst in Freedon zu verwandeln, bevor wir die Statuen platzieren. Ich habe schon mehrfach von Leuten gehört, dass das Vampirpärchen der härteste Boss in Illusion of Time ist und ich kann teilweise beipflichten. Denn folgst du linear dem Dungeon, so wirst du in der Gestalt von Will auf die Blutsauger treffen,
und beide werden sich nicht scheuen, dich in die Zange zu nehmen, um mit Projektilen zu bombardieren. Das Schwierige an der Sache ist, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Treffer einstecken wirst und Will im Gegenzug eher wenig Schaden verursacht. Außerdem musst du diesen Kampf innerhalb eines Zeitlimits von 140 Sekunden absolvieren. Denn sonst wird die Bombe, welche auf Erics Rücken befestigt ist, hochgehen. Und das bedeutet Game Over. Versteht mich nicht falsch, man kann das alles mit Will schaffen. Doch beim letzten Mal musste ich sehr viele Heilkräuter investieren. Und diese möchte ich mir dieses Mal für eine andere Stelle aufheben. Und daher mein Tipp für all diejenigen, die an dieser Stelle verzweifeln. Nehmt den Umweg in Kauf und verwandelt euch in den Ritter Freedan, denn dann sind die Vampire wirklich leicht zu besiegen. Einfach draufhämmern, bis beide aufgeben. Nachdem wir den Vampiren auf den Zahn fühlten, verwandeln wir uns wieder in unsere ursprüngliche Gestalt. Was Eric nicht zu irritieren scheint. Doch die Zeit tickt weiter und es gilt, die Bombe rechtzeitig zu entschärfen. Seid auch bei der nächsten Folge mit dabei, wenn wir gemeinsam herausfinden, ob wir einen neuen Eric brauchen oder ob das Ganze gut für uns ausgeht.